Hallo, ich grüße euch, hier ist wieder Janosch. Heute haben wir den 23. Februar, also der Winter ist noch lange nicht vorbei. Aber es gibt zwischendurch mal immer wieder eine oder andere schöne Tage, so wie der heutige. Und jetzt will ich mal hier in unserer Umgebung, in der Umgebung von Gauting, einen kleinen Nachmittagstour machen. Und wenn ihr Lust habt, kommt bitte mit. Es geht los. Jetzt verlassen wir Gauting. Wie man sieht, das Wetter ist fantastisch. Es wird eine schöne Tour. Ja, Gauting liegt im Würmtal und wenn wir nach Osten oder nach Westen fahren wollen, dann müssen wir aus dem Tal herausfahren. Und das ist immer eine kurze, aber heftige Steigung, wie hier. Also, das ist ein uralter Hohlweg hier. Schön. Aber mit Elektrounterstützung geht es verhältnismäßig sogar für mich gut. Aber ich denke, ohne könnte ich nicht mehr hier hoch. Müsste ich schieben. So, geschafft. Ja, in den vergangenen Tagen hat ziemlich viel geregnet. Hier wird teilweise ziemlich matschig. Mal sehen, wie ich durchkomme. Ja, könnte ich vorbei? Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Ja. Wahnsinn, wie die Wege ausschauen, ja? Ja, bei Holzfällen haben die ziemlich kaputt gemacht. Ja, das ist nicht schön. Ach Gott. Aber wir kommen schon durch.
Hier ist schon besser. Ja, es ist sehr schön hier. Es ist zwar noch winterlich grau und nicht so schön grün wie später, aber trotzdem, es ist sehr schön hier zu fahren. Ich mag unsere Umgebung. Es ist keine großartig atemberaubende Schönheit, aber diese friedliche, bäuerliche Landschaft und die Wälder, die machen mir immer wieder Freude, auch wenn ich hier schon ziemlich alle Bäume kenne. Ja, hier rechts am Wegrand gibt wieder mal so eine Waldkunst. Hier hat ein Künstler, ein Holzbildhauer, mit der Kettensäge manche Kunstwerke geschaffen. Und hier ist eine. Das wollte ich euch zeigen. So, schaut euch mal das an. Hier hat man für die Vögel Sonnenblumenkerne reingetan. Und sonst sieht aus wie ein kleiner Tempel. Da weiter gibt es noch ein zweiter hier in der Nähe, der auch ganz hübsch ist. Und das wollte ich euch zeigen. Hier, schaut euch mal das an. Das ist doch toll, oder? Okay, jetzt fahren wir weiter. Ja, die Stürme der vergangenen Tage haben hier ziemlich viel Grünzeug von den Bäumen gerissen. Es ist ein sehr stürmischer Frühjahr oder Winter oder was auch immer ist. So Ende Februar sind einige Bäume auch umgefallen, aber die wurden nächsten Tag oder nächste zwei Tage weggeräumt. Jetzt hier fahren wir einige Kilometer bis zur Olympiastraße. Ja, hier kommen wir zur Olympiastraße, der hier parallel verläuft mit der Autobahn. Also hier diese Straße, wie ich schon bei Gelegenheit erzählt habe, wurde als erste richtig befahrbare Straße zwischen München und Garmisch-Partenkirchen anlässlich der Olympiade von 1936 erbaut. Und das hier war der Hauptverkehrsweg zwischen diesen zwei Punkten bis zu 1964. Und im 1964 hat man hier diese Autobahn, was hier rechts von uns, genau von München und Garmisch-Partenkirchen verläuft, auch anlässlich einer Olympiade erbaut. Damit ist diese Straße unwichtig geworden. Heute wird hauptsächlich für Freizeitzwecke benutzt. Hier fahren wir jetzt rechts unter der Autobahn durch. So. Hier vor uns liegt der Fürstenrieder Park, aber wir fahren hier
erstmal rechts. Okay, also hier sind wir in Oberdill und dieser Name Dill, der hat eigentlich nichts mit der Küchenpflanze Dill zu tun, sondern Dill ist ein alter Name für Tüll, Tülle, der bedeutet ein Zaun. Und sein Zaun, weil hier verlief die Einzäunung von der Fürstenrieder Park. Fürstenrieder Park war halt eben ein Wildgehege, ein riesiger Wildgehege von der Wittelsbacher. Und hier, dieses Haus, der war ein altes Forsthaus von der fürstlichen Oberförster. Nun, als diese alte Olympiastraße gebaut wurde, dann haben die hier recht geschäftstüchtig ein Ausflugslokal eröffnet. Das war der Ausflugslokal Jägerhaus, der bei Münchener und bei Starnberger sehr beliebt gewesen ist. Und wie die erste Olympiastraße denen gute Geschäfte gebracht hat, hat die zweite Olympiastraße die Geschäfte kaputt gemacht. Nämlich, damit waren die von der Publikumverkehr abgeschnitten, weil der ist jetzt auf der anderen Seite von der Autobahn geblieben. Die Autobahn fährt durch, hier bleibt kein Mensch stehen. So haben die das zugemacht. Die Gebäude wird heute auch genutzt, nämlich von der Autobahnpolizei. So, hier sind wir an der Rande von diesem heute noch existierenden Wildschutzgebiet und wir fahren hier in dieser Richtung weiter. So, hier ist die Grenze zu diesem Wildschutzgebiet. Hier gibt es diese Rost, da können die Wildtiere nicht durch, weil deren Füße fallen die zwischen die Stäbe. Und deswegen meiden die das. Und kommen die hier nicht raus. So, wir fahren hier weiter. Das ist ein schönes Waldgebiet, teilweise mit sehr schönen alten Bäumen. Hier kommen wir zu einem alten Wegekreuz. Ich gucke mal das näher an. Da gibt es irgendeine Beschriftung. Hier die Beschriftung. Zum Gedenken der im Weltkrieg 1914-18 gefallenen Holzhauer von Oberdill. Und dann sind die aufgezählt. Lorenz Breiteneigner, Johann Scharr, Georg Geisbauer, Johann Bischentrieder, Simon Peder. Muss man vorstellen. Oberdill, das ist die paar Häuser, wo wir vorbeigefahren sind. Vielleicht drei Häuser. Und von den drei Häusern ist in diesem beschissenen Weltkrieg, von hier, von den paar Häusern, 1, 2, 3, 4, 5 Menschen elendig verreckt haben für nichts und wieder nichts. Ja. Hoffentlich sind wir nicht dabei, wieder einen Krieg von Zaun zu brechen. Ich meine jetzt nicht die Russen und ich meine jetzt nicht die Amerikaner, ich meine jetzt uns Menschen.
Na gut, wollen wir den schönen Tag nicht mit bösen Gedanken verderben. Hier geht's weiter. Ja, das sieht hier so aus wie ein alter Weidewald. Nämlich früher durften die Bauern ihre Vieh in die Wälder zum Weiden treiben. Und so konnte praktisch der Vieh am Eichel und Buchegger sich richtig fett fressen. Weidewälder sehen immer so aus, dass nur die alten Bäume stehen geblieben sind. Sonst kein Unterholz und kein Unterbewuchs. Alles wurde verbissen und weggefressen. So, hier kommt wieder eine Schlammstrecke. Mein schön geputztes Fahrrad wird wieder furchtbar dreckig. Aber was soll's. Hier sieht man, wie viel Holz in den letzten Jahren geschlagen wurde. Die Holzpreise sind bekannterweise in die Höhe geschnellt. Und so haben die Waldbesitzer hier in der Stadt Bayern alles, was möglich war, Holz aus dem Wald geholt. Naja, hoffentlich wissen die, was die gemacht haben. Ich bin kein Fachmann, vielleicht ist das richtig. Wie ich erwähnt habe, hier befinden wir uns im Forstenrieder Park. Park nennt man deswegen, weil das war als Jagdgebiet der Wittelsbacher halt eben eingezäunt. Und natürlich, Jagd war ein Privileg der Adligen, hier der Wittelsbacher und deren Gäste. Und Jagdfrevel, also Wilderei, wurde verfolgt und streng bestraft. Natürlich ist das so gewesen, dass die Wilderer haben Waffe gehabt und unter Umständen haben die sich auch verteidigt. Das heißt, also manchmal wurde zwischen Wilderer und Jagdhüter richtige Schlachten oder Kämpfe veranstaltet und dann ist einer oder andere halt auf der Strecke geblieben. Und hier haben wir so eine Stelle, wo ein Förster, ein Jagdaufseher vom Wilderer erschossen wurde. Ich zeige euch's. Also das ist hier der grüne Martel. So, da steht geschrieben, diese Tafel hat erneuert der ehrengeachtete Franz Jägerhuber, christlich-fürstlicher Oberförster anno 1772. Das heißt also, es wurde erneuert, also es war schon vorher irgendwie ein Marterl. Eine Erinnerungsstelle. Und da steht noch ein Vierzeiler. Gib Herr uns deinen Segen, dass wir wahr Buß ablegen, von den Toten auferstehen und mit dir auf ewig leben.
Tja. Schön. Und wie immer zeige ich euch, wo das weitergeht, nämlich da. Beziehungsweise bevor es weitergeht, wollte ich euch hier ein paar Schritte weiter noch was zeigen. Da steht nämlich die zweite Marter. Etwas neuere Datums. So, hier steht zum Gedenken am Forstwirt Thomas Valeta, verunglückt am 7.10.2008. Also wir sehen, Forstarbeit ist auch heute noch eine sehr gefährliche Arbeit. Ja, wie ich erwähnt habe, hier befinden wir uns im Jagdgebiet Wittelsbacher, der Forstenrieder Wald. Und hier gibt es so eine Informationstafel, wo das gezeigt wird, wie so eine Jagd ausgesehen hat. Also hier sieht man so eine Jagdgesellschaft. Die Hunde haben ein Wildschwein zu der Jäger getrieben und die sind dabei jetzt mit ihrer Degen der Wildschwein abzustechen. In dem Hintergrund sieht man ein Gebäude, diese rot gestreifte. Das ist das Rote Haus. Davon gab es 4 Stück hier in dem Forstenrieder Park, nämlich das Rote, das Gelbe, das Grüne und das blaue Haus, die dienten zum Ausruhen, Bewirten und auch zu übernachten. Von diesen 4 Häusern steht heute keine mehr. Die sind halt so leichte Bauten gewesen, die im Laufe der Zeit verschwunden sind. Hier das nächste Bild. Offensichtlich ist die Jagd zu Ende. In der Mitte des Bildes sind Helfer dabei, ein Großwild, wahrscheinlich ein Hirsch, zu zerlegen. Die Herrschaften schauen interessiert zu. Hier sieht man, was für ein Riesenmeute bei diesen Treibjagden benötigt wurden. Und hier ist eine andere Variante vom Jagd, was wir heute wahrscheinlich ziemlich kritisch betrachten würden. Hier treiben die Gehilfen der Wild in eine umgezäunte Gehege, wo in der Mitte ein Pavillon steht. Da stehen die Jäger und ganz bequem von diesem Pavillon knallen die, wie diese Rauchwolke zeigt, die herbeigetriebenen Hirsche ab. Nun ja, das ist mehr ein Gemetzel als ein Jagd. Also von den 4 Häusern ist keine übrig geblieben, aber später im 19. Jahrhundert hier, wo das gelbe Haus gestanden hat, hat man dieses Jagdhaus gebaut und das wird heute als das gelbe Haus benannt, aber wie gesagt, das ist nicht der Originale. Ja, hier verlassen wir wieder diese eingezäunte Wildgehege. Hier kommt wieder ein Wildgitter. Hier.
So, und dann kommen wir wieder zu der Autobahn und wir wissen, an der anderen Seite, da ist die alte Olympiastraße. Und da fahren wir ein kleines Stück nach links. Und hier dieser Feldweg nach links, das ist die alte Olympiastraße Via Julia. Und hier wurde im 19. Jahrhundert dieser Gedenkstein gesetzt. Die Originalmeilensteine von der Via Julia. Geschrieben ist von der alten Römer über ein Dutzend. Allerdings davon ist nur 4 Stück übrig geblieben. Und die stehen jetzt irgendwo im Museum. Und das ist hier die alte Römerstraße, 2000 Jahre alt. Hoffentlich spürt ihr, wie das in der Sohle kribbelt. Ja. Hier kommen wir wieder zu einem Hüttenwald oder Weidewald, wo die Bauern die Viecher weiden lassen durften. Ja, das ist hier übrigens auch ein Teil dieser berühmten Römerstraße. Grüß Gott. Aber immerhin ist es interessant, dass wo vor 2000 Jahren eine Straße gewesen ist, da ist noch immer eine Grenze, ein Rhein. Und hier, rechts von uns, das ist die berühmte Keltenschanze. Und das wollen wir jetzt näher anschauen. Hier sehen wir die sogenannte Keltenschanze von Buchendorf. Das ist ein Bodendenkmal, ein Viereckschanze, wovon Bayern über 100 gibt, aber das ist hier der größte. Der hat etwa 110 bis 120 Meter Seitenlänge, 2,5 Meter hoch. Lange Zeit wurde gerätselt, was das sein könnte. Römerlager oder eine Siedlung, eine Art Dorf befestigt oder sogar wurde vermutet, dass das ein Viehpferche wäre. Erst Forschungsgrabungen zwischen 1957 und 1962 haben die gezeigt, dass das nach aller Wahrscheinlichkeit eine keltische Kultstätte wäre.
Ja, von hier ist das noch 2-3 Kilometer und dann bin ich zu Hause. Ja, also ich bin wieder zurück. Es war eine schöne Tour. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mir hat es jedenfalls gut gefallen. So, das war es für heute. Ich möchte mich diesmal verabschieden. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.